Moin Freunde, was geht? Wir sind am Start mit einer weiteren Anime-News. Heute geht's aber rein in die Kurznews. Das bedeutet, wir kommen heute nur auf ein Thema zu sprechen. Seven Deadly Sins, Nanatsu no Taizai und auch Four Nights of the Apocalypse. Sollte vielleicht bei einigen schon so ein Begriff sein. Ich hatte vor einigen Videos immer mal wieder über das Thema gesprochen, dass wir hier eine Ankündigung bekommen werden, was den Four Nights Anime betrifft. So ganz stimmt es nicht. Also es wird nicht der Anime sein, den vielleicht jeder erwartet. Wir haben allerdings schon Anime-Projekte, die kommen werden, die aber höchstwahrscheinlich die Brücke vom Vorgänger zum Nachfolger schlagen werden. Das bedeutet, dass wir zwei Filme kriegen werden. Diese sind angekündigt. Der erste Film soll nächstes Jahr auf Netflix schon erscheinen. Der zweite Film, keine Ahnung, dazu ist noch nichts bekannt. Diese beiden Filme sind anscheinend zusammenhängend. So ganz weiß man das noch nicht, aber anscheinend sollen die wirklich zusammenhängend sein. Also Part 1 und Part 2 mäßig. Wir haben den ersten Film, Der Fluch von Edinburgh. Das ist die Gegend, aus der Death Pierce kommt. Ein namenhafter Charakter aus Seven Deadly Sins. Die Leute, die den Manga gelesen haben und die Serie bis zum Ende verfolgt haben, die wissen, wer dieser Charakter ist und was er für eine Stellung am Ende der Serie eben eingenommen hat. Und die Hauptperson soll Tristan sein, also gar nicht Percival, um den es eigentlich in Four Nights geht. Tristan, Lancelot und so weiter spielen natürlich auch in Four Nights eine Rolle, die sind aber im Manga bisher noch gar nicht vorgekommen. Weswegen es interessant sein wird zu sehen, okay, welche Rolle spielen diese Charaktere in den Filmen. Jetzt kommen wir aber zu den kleinen Details. Und zwar wird der erste Film natürlich nächstes Jahr, 2022, auf Netflix erscheinen und er wird Full CGI sein, was ich absolut grauenhaft finde. Wirklich, ich hasse CGI. Ich habe hier schon quasi einen Shot, den man zeigen kann, was in der neuesten Ausgabe des Weekly Shonen Magazines schon vorweggenommen wurde mäßig, und das sieht grauenvoll aus, wie ein PlayStation 2 Spiel. Heilige Scheiße, gar keinen Bock drauf. Generell muss ich sagen, finde ich die News eigentlich nicht so schlimm, weil ich es gut finde, dass man die Brücke schlagen will von der einen Serie zur anderen. Man hat halt mehr Content dadurch und mehr Leute kommen auch auf die neue Serie zu sprechen. Auf der anderen Seite, ey, es ist halt ein Full-CGI-Film und das sieht dann nicht mal mehr nach Studio-Dean-Verhältnissen aus. Was willst du da noch machen? Holy shit. Also, Nakaba Suzuki, der Mangaka von Seven Deadly Sins, wird es vermutlich schaffen, seine Serie noch tiefer ins Chaos zu stürzen. Das passt ganz gut inhaltlich zur Serie aktuell, aber mal sehen, wie das vorangetrieben wird. Ich habe gar keinen Bock, mir einen PlayStation 2 Film anzugucken. Nicht mehr normal. Ich hoffe natürlich, dass der baldige Four Nights Anime irgendwann nicht in diese CGI-Richtung abdriftet. Das wäre nicht so nice. Ey, ich hätte es mir nie erträumen können, dass diese gesamte Taizai Four Nights Richtung so getötet wird vom Creator. Aber wir haben hier echt wieder Neuigkeiten, die sehen gar nicht gut aus. Am Ende des Tages kann man natürlich immer noch beim Manga bleiben und das rate ich auch jedem. Mal sehen, wie diese Filme sein werden. Ich muss sie natürlich schauen, um herauszufinden, was passiert mit Tristan, was passiert mit Death Pierce dann als Gegner, was passiert mit Lancelot vielleicht dann im zweiten Film. Wie gesagt, ist nur Spekulation, aber das wird auf jeden Fall kein Zuckerschlecken. Das wird nicht so nice werden. Dementsprechend ist es das schon zu dieser Kurznews. Lasst mir gerne eure Meinung zu dem Thema unten in den Kommentaren da und einen Daumen nach oben für den Support. Das wär's. Haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.